Good evening, everyone. Guten Abend. It has been a few years since I've been here last time. Das letzte Mal bin ich vor vielen Jahren hier gewesen. And I'm very happy to see you again. Und ich bin sehr glücklich, dass ich euch hier sehen kann. I think some brothers and sisters are not back from the trip. Day trip today. Ich denke, dass einige Brüder und Schwestern noch nicht von Tagesausflug zurück sind heute. But I'm glad that I still have some audience tonight. Aber ich freue mich trotzdem, dass ich einiges an Publikum heute vor mir habe. I believe that we are going to be translated alive very soon. Ich glaube, dass wir sehr bald schon lebendig verwandelt werden. I do not know how do you believe in these things, but I believe strongly that we are going to go up to heaven without tasting death. Ich weiß nicht, ob ihr daran glaubt und wir daran glaubt, aber ich glaube sehr stark daran, dass wir in den Himmel gehen werden, ohne den Tod schmecken zu müssen. Sister White said, we need to try our best to be among the 144,000. Schwester White schreibt, dass wir unser Bestes versuchen sollen, um unter den 144,000 zu sein. As we observe, the things are taking place and transpiring in the world. Wenn wir die Dinge beobachten, die in der Welt heutzutage passieren, we cannot but to think that time is very, very short. Dann können wir nicht anders, als zu denken, als zu erkennen, dass die Zeit sehr, sehr kurz ist. You see, nowadays I've been preaching to Sunday church people much more than to Adventist. Ihr seht, ich habe in der Vergangenheit zu viel mehr Sonntagsgemeinden gepredigt als zu adventistischen Gemeinden. By the grace of God, durch die Gnade Gottes, we have been having seminars for the Sunday church pastors. Haben wir Seminare halten dürfen für die sonntagshaltenden Pastoren. We have reached more than 3,000 pastors in recent years. Und wir haben in den vergangenen Jahren mehr als 3,000 Pastoren erreicht. And right now we are sending to more than 20,000 Sunday church pastors magazines and booklets and DVDs every month. Und in den nächsten Tagen, in den letzten Jahren haben wir zu mehr als 20,000 Pastoren Broschüren und DVDs und einfach Material gesendet, jeden Monat. I'm just telling you what God is doing, not what our ministry or my own self is doing. Ich erzähle euch nur, was Gott tut und nicht, was ich oder mein Dienst getan hat. I have thought that these pastors in Babylonian churches are so in erroneous ways that they would not be spiritually so interested in the present truth. Ich habe gedacht, dass diese Prediger, dass diese Pastoren so in ihren falschen Wegen gefangen sind, dass sie gar nicht interessiert an der Wahrheit wären. But I was entirely wrong. Aber ich habe total falsch gelegen. I found many, many genuine, converted Christians among Sunday church pastors. Denn ich habe sehr viele wahre und ernste, suchende, sonntagshaltende Prediger gefunden unter diesen Gemeinden. In Korea and in China. In Korea und in China. Absolutely, they have shocked my basics. Sie haben mein Fundament erschüttert. And on this weekend, probably I will have chance to show you some pictures of them. Und wenn es möglich ist, werde ich euch vielleicht auch ein paar Bilder davon zeigen. You know, God's people in those churches are being ready, my friends. Gottes Menschen in diesen Gemeinden, meine Freunde, sind bereit. I'm not just telling you
with the casual thoughts and feelings. Ich erzähle euch nicht nur von gewöhnlichen Ideen und Gefühlen. I'm just telling you this with all my heart, with enthusiasm. Ich erzähle euch das mit von meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Enthusiasmus. God's people are being ready over there. Gottes Volk ist bereit. They are ready to be called out. Sie sind bereit, herausgerufen zu werden. Many Sunday church pastors are beginning to keep the Sabbath. Viele Sonntagsprediger sind bereit, den Sabbat anzuerkennen. In their own homes. In ihren eigenen Heimen. And preach the present truth on Sunday mornings. Und die gegenwärtige Wahrheit an Sonntagmorgenden zu predigen. We don't have to bring them into Adventist Church as yet. Wir können sie jetzt noch nicht in Siebenten-Tags-Adventisten-Gemeinden bringen. If we do, they will not have the bridges to reach others. Their bridges are going to be all broken. Wenn wir das tun würden, dann würden die Brücken alle zusammenbrechen. Dann würden sie die Mission, die sie jetzt tun, in ihren Gemeinden nicht mehr tun können. So it would be better for them to stay in those churches and preach to their brothers and sisters. Also ist es für sie besser, in ihren Gemeinden zu bleiben und ihren Brüdern und Geschwistern davon zu erzählen. That's exactly what is taking place nowadays. Und das ist genau das, was heutzutage stattfindet. Well, I'm going to talk about the mission of Elijah tonight. Ich werde heute Abend von der Mission des Elia erzählen. And I was going to show you some pictures through PowerPoint tonight, but I have changed my topic. Und ich wollte heute einige Bilder über PowerPoint-Präsentation zeigen, aber ich habe meinen Titel heute geändert. Since I have seen and met with these God's people filled with the Spirit of God, the same Spirit that we have among Babylonian churches. Seit ich diese Menschen getroffen habe, gefüllt vom Heiligen Geist, vom Geist Gottes, genau der auch unter diesen Gemeinden herrscht. Now I'm more convinced that the time is very, very short. Bin ich nun überzeugt, dass die Zeit nur noch sehr, sehr kurz ist. And you may say, okay, you may see them in Korea, in China. Und du wirst sie vielleicht sehen, okay, du wirst sagen, okay, vielleicht sind sie da in China, in Korea. But I hear these kind of stories from various countries in the world. Aber ich höre solche Art Geschichten über die ganze Welt verstreut. In many cases, God's work is hidden. They're not really obvious in our own eyes. In vielen Fällen ist Gottes Werk versteckt. Man sieht es nicht so offensichtlich. God is in work. Gott ist am Arbeiten. He is doing great works in many different parts of the world right now. Er tut genau gerade jetzt großes Bewirken in vielen, vielen Gegenden der Welt. But the latter rain of Holy Spirit movement is going to begin with the people who have been keeping the Sabbath faithfully. Aber der Spätregen und der Geist Gottes wird dort beginnen, wo die Menschen den Sabbat halten, und zwar treu. This latter rain movement is going to be swelled up like a balloon. Dieses Ereignis des Spätregens wird sich aufblähen wie ein Ballon. So God is waiting for a church that can manifest the character and the power of Jesus Christ. Also wartet Gott auf eine Gemeinde, die den Charakter Jesu Christi widerspiegelt und auch offenbart. So he is waiting on us. Also wartet er auf uns. I feel it strongly in my heart. Ich kann es sehr stark in meinem Herzen spüren. And one Sunday church pastor called me a couple of weeks ago. Ein Sonntagsprediger hat mich vor einigen Wochen angerufen. And he is a pastor and a dean of a theological college. Und er ist der Pastor und der Leiter eines theologischen Seminars. And he told me that he began to read spirit prophecies. Und er hat mir erzählt, dass er angefangen hat, den Geist der Weissagung zu lesen. He got rid of all this unclean food. Und er hat aufgehört, all dieses unreine Essen zu sich zu nehmen. And one Sunday morning he got up
and preached about the seventh day Sabbath. Und eines Sonntagmorgens ist er aufgestanden und hat über den Sabbat gepredigt. And he told me that 60 of his membership, out of his membership, 60 people walked out on that Sunday morning. Und er hat erzählt, dass an diesem Morgen 60 Mitglieder, include a pianist, inklusive eines Pianisten. And he told me that they're having a worship service without pianists nowadays. Die Gemeinde verlassen haben und dass sie heutzutage nur noch einen Lobpreis ohne Pianisten veranstalten. And I'll tell you, this man is serious. Und kann ich euch ja sagen, diesem Menschen ist es ernst. This is not just one isolated instance. Und das ist nicht nur ein vereinzelter Fall. Nowadays I meet this kind of pastors, hundreds of them out there. Und ich treffe diese Art von Pastoren hundertfach. And you may think I'm exaggerating. Und ihr denkt vielleicht, ich übertreibe. I'm not, my friends. Aber ich tue das nicht, meine Freunde. That makes me to think that Jesus Christ is doing his business seriously up in Heavenly Sanctuary. Das leitet mich dazu zu denken, dass Jesus Christus im Heiligtum his bitterness. What did you say? In his sanctuary. Bitterness. Business. Okay. I'm sorry. Business. Okay. Dass er sein Geschäft dort oben im Heiligtum fast vollendet hat. So I know the time is going to come that we are going to be translated without tasting death. Ich weiß, dass die Zeit kommen wird, dass wir am lebendigen Leibe verwandelt werden und wir den Tod nicht schmecken werden. Before that happens, we must go through the tremendous period of persecution. Aber bevor das geschehen kann, müssen wir durch eine ungeheure Zeitspanne der Verfolgung gehen. Before that, we must receive the latter rain of Holy Spirit from on high. Und dann werden wir auch den Heiligen Geist, der von oben kommt, empfangen. Before that, we must be prepared. Und bevor das geschieht, müssen wir vorbereitet werden. Before that, we must have resolution in our hearts. Bevor das geschieht, müssen wir uns fest vorgenommen haben. What resolution are we talking about? Was müssen wir uns fest vorgenommen haben? We have to have determination. Wir müssen bestimmt sein. We have to make a choice. Wir müssen uns entscheiden. What am I talking about? Worüber rede ich? I'm going to talk about the mission of Elisha. Ich rede über die Mission des Elia. Before Elisha was taken off in the fiery chariot to heaven. Bevor Elia in der feurigen Kutte gegen Himmel gefahren ist, he asked his disciple Elisha, "What do you want?" Hatte sein Jünger Elisa gefragt, was möchtest du haben? And God is asking us tonight, "What do you want?" Und Gott fragt uns heute Abend, was möchtest du what haben? What do you want me to do? Was möchtest du und ich heute Abend haben? And Elisha said, "I need a double portion of thy spirit." Und Elisa sagte, ich brauche eine doppelte Portion von deinem Geist. Do you know what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? That's what we are going to study tonight. Das ist, was wir heute Abend studieren werden. Would you kindly bow your head and pray with me? Würdet ihr bitte eure Häupter neigen zum Gebet? Heavenly Father. Himmlischer Vater, we ask thy Holy Spirit to come into our hearts tonight. Wir bitten dich heute Abend, dass du deinen Heiligen Geist in unser Herz gibst. Without thy Spirit, we cannot comprehend thy word. Ohne deinen Geist können wir dein Wort nicht verstehen. Without thy Spirit's work, we cannot be touched by thy words. Ohne deinen Geist können wir durch dein Wort nicht berührt werden. So help us and teach us. Also hilf uns und lehre uns. As we lay our hearts open before thee. Wenn wir nun unsere Herzen offen vor dich hinlegen. Come into our hearts, Father. Komm in unser Herz, Vater. In Jesus name we pray. In Jesu Namen bitten wir dich. Amen. Amen. Would you come with me to 2 Kings? Würdet ihr mit mir bitte 2. Könige aufschlagen? And let's read from verse 1 to 4. 2 Kings. 2 Kings chapter 1. Okay. 2. Könige Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Okay, as we know, King Ahab died and his son Ahaziah
succeeded. Wie wir das schon kennen, als König Ahab gestorben ist, hat sein Sohn Ahasia die Nachfolge übernommen. And he fell down through a lattice in his upper chamber and he got sick. Und er, a lattice. Oh, okay. Well, let us read from verse 1 to 4. Okay, lass uns den Vers 1 bis 4 lesen. Dann werden wir es verstehen. Okay, go ahead. German. In German. Okay. Es fielen aber die Moabiter ab von Israel, als Ahab tot war. Und Ahasia fiel durch das Gitter in seinem Obergemach in Samaria und wurde krank. Okay. And got sick. That's what you said. Go ahead. Und er sandte Boten und sprach zu ihnen, geht hin und befragt Baal Zebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Aber der Engel des Herrn redete mit Elia, dem Tischbiter, auf und geh den Boten des Königs von Samaria entgegen und sprich zu ihnen, ist denn nun kein Gott in Israel, dass ihr hingeht zu befragen Baal Zebub, den Gott von Ekron? Darum spricht der Herr, du sollst nicht mehr von dem Bett herunterkommen, auf das du dich gelegt hast, sondern sollst des Todes sterben. Und Elia ging. Now, after this instant, this king sent 50 soldiers to arrest Elijah. Again, please. This king, yes. Ahasia, sent 50 soldiers to arrest Elijah. Dieser König Ahasia hat 50 Soldaten gesendet, um Elisa zu verhaften. And then these 50 soldiers got burned and they killed by the fire of God. Und diese 50 Soldaten wurden verbrannt und getötet vom Feuer des Herrn. And he sent 50 more and they got burned by the fire as well. Und er hat 50 weitere gesendet und sie wurden von dem Feuer auch getötet. And this wicked king und dieser böse König sent 50 soldiers more. Und sendete das dritte Mal noch weitere 50 Soldaten. And the leader of the 50 soldiers went to Elijah and knelt down before him and said, please save our lives. Und do not let us be burned. Und der Führer der dritten Delegation kam zu Elisa und kniete vor ihm nieder und sagte, bitte verschone unser Leben. Verschone es. This is the history of the time when Elijah was working as the prophet of God, as a prophet of God. Das ist die Geschichte der Zeit, als Elisa als ein Prophet Gottes gearbeitet hat. It was terribly apostatized. Es war ungeheuer abgefallen, diese Zeit. The church was wicked, simply. Die Kirche war einfach abgefallen, böse. They were out of the presence of God. Sie waren außerhalb des Einflusses Gottes. Now, if you work as a prophet or the servant or messenger of God, maybe your destiny is to be martyred. It's martyrship. Wenn ihr also als Prophet oder als Botschafter oder Verkündiger Gottes arbeitet, dann kann es sein, dass euer Schicksal das Märtyrertum bedeutet. Messenger of God was not safe occupation in this era. Der als Botschafter Gottes zu arbeiten war kein sicherer Beruf. It's very, very perilous time. Es war eine sehr, sehr gefährliche Zeit. At this time, God was about to take Elijah away from this earth to heaven. Um diese Zeit hatte Gott vor, Elia hoch in den Himmel zu holen. At this point, is volunteering to be a successor of Elijah was very, very risky thing. Und zu dieser Zeit war es eine sehr, sehr riskante Sache, ein Nachfolger Elias zu werden. Now Elijah said, I want a double portion of the Spirit. Und jetzt sagte Elisa, ich möchte die zweifache Ladung deines Geistes haben. This is a rather very strange thing to ask for. Das ist eine zu dieser Zeit sehr seltsame Sache, danach zu fragen. The king of Israel was determined to kill Elijah and Elisha and other students of the prophet.
Der König Israels war sehr fest entschlossen, Elia, Elisa und andere Prophetenschüler zu töten. He didn't care whether God sent fire from heaven and killed hundreds of soldiers of him. Und er kümmerte sich nicht darum, ob Gott jetzt Feuer sendete und hunderte von seinen Soldaten verzehrte. I mean, this wicked king was determined to kill God's true messengers. Dieser böse König war sehr fest entschlossen, die Propheten Gottes zu töten. Now, the rumor was going around in the prophet schools. Und jetzt gab es ein Gerücht, dass in den Prophetenschulen umherging. Elijah is going to be translated alive to heaven. Elia wird lebendig in den Himmel genommen werden. He is not going to be with us anymore. Er wird nicht mehr weiter mit uns sein. Who is going to succeed him? Wer wird sein Nachfolger werden? In this perilous time. In dieser gefährlichen Zeit. In this apostate church. In dieser abgefallenen Gemeinde. Who is going to be a next messenger of God in heaven? Wer wird der nächste Botschafter Gottes sein? You see, this was the talk of the schools of prophets at the time. Das ist worüber die Prophetenschüler in den Prophetenschulen damals geredet haben. When we come to think of this, this is very, very difficult question they had at this point. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, ist das eine sehr, sehr schwierige Frage zu dieser Zeit für sie. And when we understand about this background, now we understand the request of Elijah was huge one. Und jetzt können wir auch verstehen, warum die Anfrage Elisas eine so große war. And his asking was not a comfortable one at all. Seine Bitte war keine gemütliche. And sometimes we think that double portion of thy spirit means I want to be more powerful than you are or you have been. Und manchmal denken wir, dass zwei Portionen von dem Geist bedeuten kann, dass er einfach nur machtvoller sein wollte als Elia war. And we think as if he said to his teacher Elijah, please pray to thy God that I can have more spirit, more powerful work than you have done. Und es scheint so, als ob er Elia dafür darum gebeten hat, dass Elia den Gott anfleht, dass er mehr Geist, mehr Macht haben sollte als er selbst. But that is not what he was asking. Aber das ist nicht das, wonach er gefragt hatte. He didn't ask that, teacher, I want to perform better or greater miracles than you have done. Er hat nicht danach gefragt, größere oder bessere Wunder zu tun als Elia. I want to preach more powerful sermons than you have done. Ich möchte machtvollere Predigten halten, als du das getan hast. I would like to perform more powerful messages unto the church than you have done. Ich möchte machtvollere Botschaften der Gemeinde verkündigen, als du das getan hast. That's not what he asked for. Das ist nicht das, wonach er gefragt hat. Then why did he pray this way? Denn warum hat er auf solche Art und Weise gebetet? I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. Chapter 2, verse 9. 2, verse 9, okay. Er sagte, bitte, ich bitte, dass mir zwei Anteile von deinem Geiste zufallen. Why did he say that? Warum hat er das gesagt? Why did he mean? What did he mean? Was hat er eigentlich damit gemeint? Before we answer this, let us go to verse 1 of chapter 2, 2 Kings. Bevor wir diese Frage beantworten, lass uns zu chapter 2, verse 1. Okay, lass uns zu Kapitel 2, Vers 1 gehen. And it came to pass, when the Lord would take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. Als aber der Herr Elia im Wetter gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. He went to Gilgal, and then Bethel, and then Jericho, and Jordan. Er ging nach Gilgal, und dann Bethel, und dann
Jericho und dann zum Jordan. These are the schools of prophets. These are the locations of schools of prophets were. Das waren die Orte, an denen die Prophetenschulen stationiert waren. Every time when he went, he said to Elisha, "You don't have to follow me." Und jedes Mal, wenn er wieder aufbrach, sagt er zu Elisa, du musst mir nicht folgen. You can go home. Du kannst nach Hause gehen. You can go to have a comfortable job. Du kannst gehen und dir einen gemütlichen, einen komfortablen Job besorgen. You can go back to your security. Du kannst zurück zu deiner Sicherheit gehen. You can go back to your comfortable bed. Du kannst zurück zu deinem gemütlichen Bett gehen. You can go back to comfortable friends and neighborhoods and families. Du kannst zurückgehen zu deinen gemütlichen Freunden, Nachbarn, zu deiner Familie. You don't have to follow me. Du musst mir nicht folgen. And every time as he went on to different schools, he said same thing to his disciple Elijah. Und jedes Mal, wenn er von diesen Prophetentouren aufbrach, sagt er dasselbe zu seinem Nachfolger Elisa. And then let us read verse 6. Lass uns den Vers 6 lesen. And it says, and Elijah said unto him, tarry, I pray thee here, for the Lord has sent me to Jordan. Und Elisa sprach zu ihm, bleibe du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. And then Elijah said, and he said, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, I will not leave thee. And they too went on. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und es gingen die beiden miteinander. As Elijah went on to different schools, als Elia zu verschiedenen Schulen ging, noch weiteren, they both began to see, some doubts began to be entertained in the minds of students in different schools. Da begannen sie zu sehen, beide zu sehen, wie Zweifel begannen, die Schüler in den Prophetenschulen umherzutreiben. And they had observed discouragements going on underneath of the schools. Und sie konnten beobachten, wie unencouragement, dass Entmutigung in diesen Schulen unter den Schülern umherirrte, ging, ja. You see, challenges, spiritual challenges and earthly challenges are about to come to them everywhere, everywhere. Und sie sahen, wie Herausforderungen, sowohl irdische als auch geistliche, von überall auf sie herein einströmten. They were surrounded by many different types of difficulties. Sie wurden umringt von vielen verschiedenen Arten von Schwierigkeiten. Political difficulties. Politische Schwierigkeiten. Financial difficulties. Finanzielle Schwierigkeiten. Spiritual difficulties. Und geistliche Schwierigkeiten. And they were real challenges to Elijah. Und das waren wahrhaftige Schwierigkeiten für Elisa. Succeeding Elijah was not a comfortable job at all. Denn Elia nachzufolgen war ganz und gar nicht ein gemütlicher Job. But he did not stop following his master Elijah. Aber er hat nicht aufgehört, seinem Herrn Elia zu folgen. I certainly will not leave you. Er sagte, ganz sicher werde ich dich nicht verlassen. Don't let me leave you. Do not tell me to leave you. Erzähl mir nicht, dass ich dich verlassen soll. And he said, as the Lord liveth and as thy soul liveth, I will not leave thee. And they too went on together. So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und es gingen die beiden miteinander und singen miteinander und miteinander und miteinander. And verse 9. In Vers 9. And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, ask what I shall do for thee before I be taken away from thee. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde.
I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me, Elijah said. Elisa sprach, dass mir zwei Anteile von deinem Geist zufallen. Okay, verse 10. In Vers 10. And it came to pass, as they still went on and talked, that behold, there appeared a chariot of fire, verse 11, and horses of fire, and parted them both asunder. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. In Vers 11 ist es, und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander. But in verse 10, before he was taken up, he says something interesting to his disciple Elijah. Und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. Als, bevor nun das geschah, sagte Elia etwas sehr Wichtiges zu Elisa. And verse 10, and he said, thou hast asked a hard thing. Und er sprach, du hast Schweres erbeten. Why will it be a hard thing? Warum soll das eine schwere Sache sein? He just asked double portion of his spirit. Er hat, hat nur zwei Anteile des Geistes erbeten. That's a good request, isn't it? Ist das nicht eine gute Bitte? He was not asking for wealth. Er hat nicht nach Reichtum gefragt. He was not asking for any fame. Er hat nicht nach Berühmtheit gefragt. He was not asking for any million euros. Er hat auch nicht nach Millionen von Euros gefragt. He was not asking for a good position. Und er hat Petition. Position. Position. Er hat nicht nach einer super Position gefragt. Forgive my it's Korean okay. accent. It's okay. Okay, but he was asking for double portion of his spirit. Aber er hat nach zwei Anteilen des Geistes gefragt. Er hat die erbeten. But Elijah said, you are asking a hard thing. Aber Elia sagte, du erbittest dir eine schwere Sache. Nevertheless, if thou see me when I'm taken from thee, it shall be so unto thee. But if not, it shall not be so. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird's nicht sein. Which means Elijah have followed his master Elijah every step of the way. Das bedeutet, dass Elisa seinem Herrn Elia jeden Schritt dieses Weges gefolgt ist. Regardless of any disappointments. Und nicht beachtend, was auch immer welche, für welche Enttäuschungen. Difficulties. Oder Schwierigkeiten. Financial troubles. Oder finanzielle Schwierigkeiten. Threats and persecutions. Drohungen und Verfolgungen. Disbeliefs and skepticisms. Unglauben und Skepsis. As Elijah was going through different schools. Als Elia durch die verschiedenen Schulen gegangen ist. As he was facing the wrath of the king of Israel. Als er dem Zorn des Königs Israels gegenübergestanden ist. Still Elijah kept on following his master Elijah every step of the way. Ist Elisa trotzdem seinem Herrn Elia jedem Schritt des Weges gefolgt. He was determined. Er hat sich fest entschlossen. He had resolution in his mind. Er hatte sich in seinem Verstand. Elijah was a convicted man. Fest entschlossen, er war ein überzeugter Mann. Only those who have this kind of convictions will go through the time of trouble at the end. Nur diejenigen, die sich so fest in ihrem Herzen und Verstand entschlossen haben, die werden durch die Zeit der Trübsal in der Endzeit durchstehen. This is my point. This is my point. Das ist mein Punkt. If we see people translated alive without tasting death to heaven. Wenn wir sehen, dass Menschen in den Himmel genommen werden, ohne den Tod zu schmecken, then you and I will have double portion of the spirit of Elijah. Dann, genau dann, werden wir zwei Anteile des Geistes Elias bekommen. Maybe you and I will not see some people taken up to heaven with the chariot of fire in our own eyes. Vielleicht werden wir nicht jemanden mit der Kutsche aus Feuer, mit dem Wagen aus Feuer gen Himmel fahren sehen mit unseren eigenen Augen. But we will be able to see some Christians, brothers and sisters, who either
Adventist and non-Adventist in the near future. Aber wir Brüder und Schwestern, wir werden entweder Christen oder Nicht-Christen sehen, die in der nahen Zukunft who are prepared in having characters for translation alive. Die nahe Zukunft sich vorbereiten und einen Charakter bereiten für eine lebendige Verwandlung, damit sie in den Himmel kommen können. Then we are going to be truly reformers at the end. Denn wir werden wahre Reformatoren sein in der Zeit des Endes. Bring God's people out from the Babylonian churches. Bringt Gottes Volk heraus aus der babylonischen Gemeinde. This story is for you and I today. Diese Geschichte ist heute für dich und für mich. Okay. What does it mean? Give me double portion of thy spirit. What does it mean? Was bedeutet es jetzt also, zwei Anteile des Geistes zu besitzen? Well, let's find out. Lass uns das herausfinden. Let's go to the Deuteronomy chapter 21. Lass uns zum 5. Mose gehen, Kapitel 1. Verse 15 to 17. Nein, zum Kapitel 22? 21. 21 Vers? 15 to 17. Also 5. Mose, Kapitel 21, Vers 15 bis... Sorry, 15 to 17, ja? 17, right. 15 bis 17. In the law of Moses, as far as the inheritance is concerned, we have something interesting here. We find. I'm sorry. In the law of Moses. Im Gesetz des Mose. There's a law regarding to the inheritance. Da gibt es ein Gesetz, das Erbe anspricht. In this law we find something very interesting. In diesem Gesetz finden wir etwas sehr Interessantes. Verse 15. In Vers 15. If a man have two wives, one loved and another hated, and they have borne him children, both beloved and hatred, and if the firstborn son be hers, that was hated. Wenn jemand zwei Frauen hat, eine, die er lieb hat und eine, die er nicht lieb hat, und beide im Kinder gebären, die Frau, die er lieb hat und die Ungeliebte, then it shall be, when he maketh his sons to inherit that which he has, that he may not make the son of the beloved firstborn before the son of hated, which is indeed the firstborn. Und der Erstgeborene ist von der ungeliebten Frau, und die Zeit kommt, dass er seine Söhne das Erbe austeile, so kann er nicht den Sohn der Frau, die er lieb hat, zum erstgeborenen Sohn machen, vor dem erstgeborenen Sohn der Ungeliebten. Okay, verse 17. In Vers 17. But he shall acknowledge the sort of the hated for the firstborn by giving him a double portion of all that he has, for he is the beginning of his strength, the right of the firstborn of his. Sondern er soll den Sohn der ungeliebten Frau als den ersten Sohn anerkennen und ihm zwei Teile geben von allem, was vorhanden ist. Denn dieser ist der Erstling seiner Kraft und sein ist das Recht der Erstgeburt. And this law says whether that wife is loved or hated, it doesn't really matter as long as the baby is first born son. Und Mose sagt hier, es macht keinen Unterschied, ob die Frau jetzt geliebt ist oder nicht. Was eine Rolle spielt, ist, ob das der erstgeborene Sohn ist. Without any prejudice or preferences. Ohne Vorurteil oder irgendwelche Vorzüge. Firstborn is firstborn. Der Erstgeborene ist der Erstgeborene. And that firstborn must inherit double portion of the inheritance of the father. Und dieser Erstgeborene muss zwei Anteile von dem erben, was der Vater ihm. Ja. This one is an heir of the family. Dieser ist ein Erbe der Familie. And he is going to succeed the privilege and the name of the family. Und er wird das Privileg und den Namen der Familie erben. So in Old Testament context, we understand double portion means a firstborn son inheriting the heredity of the family. Also verstehen wir, dass zwei Anteile zu bekommen, das bedeutet, dass ein Erstgeborener die Privilegien, Moment, dass der Erstgeborene eben die zwei, die das Erbe erhält, was ihm auch zusteht. Firstborn
is the one that assumes the privileges and name and the glory and hardships and the difficulties, everything about this family. Okay. This firstborn son supposed to der erstgeborene Sohn all this responsibility and duties and wealth of the family. Ja, der erstgeborene Sohn ist also dazu ausersehen, die ganze Macht und die Verantwortung und die Ehre der Familie zu erhalten. If that family is poor, he is going to receive the poverty. Wenn die Familie arm ist, dann wird der Sohn die Armut übernehmen. If this family is wealthy, he's going to receive the wealth. Wenn die Familie reich ist, wird er den Reichtum übernehmen. If this family is notoriously hated by the neighbors, he's going to assume that kind of fame. Wenn die Familie von den Nachbarn gehasst wird, dann wird er diesen Hass auch übernehmen. Which means this firstborn son is successor. Was bedeutet, dass dieser erstgeborene Sohn der Nachfolger wird? What Elisha was asking was very, very noble. Das, was Elisa erbeten hat, war sehr, sehr nobel. Very loyal. War sehr treu. Succeeding Elijah was not a good position at the time. Elia nachzufolgen war kein gutes Ding, was erbeten werden könnte. He volunteered to inherit the difficulties. Er hat sich freiwillig gemeldet, die Schwierigkeiten zu ererben. Persecutions. Verfolgung. Hatred from the king. Hass des Königs. Doubts among schools. Die Zweifel unter den Schulen. Spiritual poverty. Geistliche Armut. But Elisha knew the message of God. Aber Elisa kannte die Botschaft Gottes. He understood the important mission from the Lord. Er verstand die wichtige Mission vom Herrn. He was a convicted man. Er war ein überzeugter Mensch. He was a loyal man. Er war ein treuer Mensch. He was a faithful man. Er war ein treuer Mann. He was humble man and yet he was bold man. Er war demütig, aber trotzdem mutig. He wanted to give everything that he has for God. Er wollte alles, was er besaß, Gott dahingeben. So what did it mean, give me double portion of thy spirit? Was bedeutete es also, wenn gesagt wird, gib mir zwei Anteile deines Geistes? It simply means, I want to become a firstborn son to thee. Es bedeutet ganz einfach, ich möchte dein erstgeborener Sohn werden. I want to inherit thy difficulties. Ich möchte deine Schwierigkeiten erben. I want to inherit thy persecutions. Ich möchte deine Verfolgung erben. I want to inherit thy hatred. Dein Hass möchte ich erben. I want to inherit all those problems that you have had in your life. Ich möchte all diese Probleme erben, die du in deinem Leben gehabt hast. I want to succeed. Ich möchte dir nachfolgen. I want to be your successor. Ich möchte dein Nachfolger sein. I will not leave you. Ich möchte dich nicht verlassen. Until I see you being taken away. Bis ich sehe, dass du hinweggenommen wirst zum Himmel. This was Elisha. Das war Elisa. Do we have Elisha at this time? Haben wir Elisa zu dieser Zeit? How many Elishas do you see in your churches? Wie viele Elisas seht ihr in euren Gemeinden? Oh, we are desiring for comfort. Wir verlangen doch nach Bequemlichkeit. Wealth. Reichtum, Success, Erfolg, Popularity und Berühmtheit, Good Fame, ja, um bekannt zu werden. I'll tell you, my brothers and sisters. Ich erzähle euch was, Brüder und Schwestern. You went to what? I went through a lot in the last 20 years. Ja, ich bin in den letzten 20 Jahren durch viel hindurchgegangen. I went through up and downs. Ich bin durch Höhen und Tiefen gegangen. And success and failures. Durch Erfolg und Niederlagen. Recognitions and mistakes. Durch Recognitions. Erkennen. Durch Erkennen und Fehler. Financial blessings
durch finanzielle Segnungen poverty. Und dann auch Armut. I went through a lot. Ich bin durch vieles hindurchgegangen. Oh, how many times I felt that I need rest. Wie viele Male habe ich in meinem Leben gespürt, dass ich Ruhe brauche? A vacation. Mal einen Urlaub. I'm talking about long vacation. Und ich rede über einen langen Urlaub. In Hawaiian Island. Auf den hawaiianischen Inseln. Do you know how many times I've thought about that? Wie viele Male habe ich darüber nachgedacht? It was tough life to live. Es war hart, so zu leben. Working for the present truth is not easy life at all. Für die gegenwärtige Wahrheit zu arbeiten ist keine einfache Sache. I have had all kinds of rumors against me. Ich habe alle möglichen Gerüchte musste ich begegnen. Oh, David Kang is about to divorce his wife. Oh nein, David Kang ist gerade dabei, sich von seiner Frau zu scheiden. Oh, he has three other women in Korea. Oder drei andere Frauen noch in Korea. Oh, he has golden faucets in his home. Golden, what? Golden faucets. What's faucet? Faucet. The water faucets. Cup. Er hat goldene Wasserhähne zu Hause. Okay. Oh, I saw he came out with hands in hand with a girl from liquor stores or bar or strip shows. Ich habe David Kang gesehen, wie er Hand in Hand aus Bars und Alkoholläden Geschäften hinausgekommen ist. Oh, he's so proud. Er ist so arrogant. Stolz und arrogant. He is a stiff-necked person. Er ist eine sture Person. He's preaching erroneous doctrines. Er predigt falsche Lehren. Oh, he told people setting dates for Jesus' second coming. Gates. He set the date. Okay, er hat das Datum Jesu Wiederkunft schon festgelegt. I went through a lot. Ich bin durch vieles hindurchgegangen. But you know what? Aber wisst ihr etwas? But I still want to follow Jesus. Ich möchte trotzdem Jesus noch nachfolgen. I still want to follow the commission that God has given to me. Ich möchte trotzdem noch der Mission nachgehen, die Gott mir gegeben hat. You see, recently 14 of our leaders of our ministry in China arrested and got into jail. In China, ja? In China, yes. Kürzlich wurden 14 von unseren Pastoren in China verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. They're like my spiritual sons and daughters. Sie sind wie meine geistlichen Brüder und Geschwister. It breaks my heart every day when I think about it. Es bricht mir das Herz, wenn ich jeden Tag darüber denke. I've been praying for them every day. Ich habe für sie jeden Tag gebetet. It has been about 2 months. Und es sind jetzt schon 2 Monate her. And 10 of them got released recently. Und 10 von ihnen wurden demnächst erst freigesprochen. And 4 of them are waiting for the sentence. Und 4 von ihnen warten auf den Todesspruch. Very, very difficult time we are going through in China. Sehr, 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 sehr schwere Zeiten, durch die wir hindurchgehen in China. We have more than 700 corporators are working for us in China right now, today. Genau heute haben wir in China ungefähr 700 Buchevangelisten, die für uns arbeiten in China. They're either giving out or selling books by the thousands and thousands every day. Jeden Tag geben sie Bücher raus oder verkaufen sie Tausende über Tausende. It is a miracle of God that we have been able to support them financially. This is just a miracle. Es ist ein Wunder Gottes gewesen, dass wir sie finanziell unterstützen konnten bis More jetzt. Than 700 corporators? 700 Buchevangelisten? Friends, this is not a joke. Freunde, das ist kein Scherz. But when our leaders in China got into jail. Laborer. Leaders. Aber als unsere Leiter in China ins Gefängnis kamen. And I have seen that many young people rise up and say and tell me that we are going to take up that job. Da sahen wir, wie junge Leute in China sich aufmachten und zu uns kamen und sagten, wir werden
diese Arbeit übernehmen. Pastor Kong, don't you worry. Pastor Kong, sorge dich nicht. Don't be discouraged. Sei nicht entmutigt. We are still here. Wir sind immer noch hier. We're going to take up. Wir werden es übernehmen. We're going to take up their persecutions. Wir werden ihre Verfolgung auf uns nehmen. Their isolations. Ihre Isolation. Their jail terms, we are going to take up. Ihr Gefängnis, das werden wir auf uns nehmen. We are going to succeed those problems. Wir werden mit diesem Problem fertig werden. Please give us double portion of your spirit. Gib uns da zwei Anteile von deinem Geist. We want to stand. Wir wollen stehen. For the truth. Für die Wahrheit. I've seen many Elijahs in China. Ich habe viele Elisas in China gesehen. What about you here? Was ist mit euch? In Europe. In Europa. Do you see Elijahs? Seht ihr Elisas? Those people of God who stand up for the truth in the time of difficulties. Seht ihr diese Menschen, die wagen aufzustehen in den Zeiten der Schwierigkeiten? Elisha went on and on and on following his master Elijah until he was taken up to heaven. Und Elisa ist seinem Herrn Elia weiter und weiter und weiter gefolgt, bis jener in den Himmel hinaufgenommen wurde. We need to long suffer until we see God's people translated alive to heaven. Wir müssen lange leiden, wir müssen geduldig sein, bis wir unseren Vorgänger sehen, bis wir unsere Vorgänger in den Himmel aufgenommen sehen. And God is waiting for that kind of people. Gott wartet auf solche Art von Menschen. Who are so loyal and faithful. Gott wartet auf solch ein Volk, das so treu und faithful, treu und ja treu ist. In the time of difficulty. In der Zeit der Schwierigkeiten. My friends, we are living in the time of difficulties as far as the present truth are concerned. Freunde, wir leben in den Zeiten der Schwierigkeiten. Soweit wie die gegenwärtige Wahrheit adressiert wird. After this experience, Elijah went to Mount Carmel to pray. Nach dieser Zeit ging der Prophet Elisa zum Berg Karmel, um zu beten. To be anointed by the Holy Spirit. Um vom Heiligen Geist gesalbt zu werden. To be with the Spirit of God to reform the church. Um mit dem Geist Gottes die Gemeinde zu reformieren. I have a little bit of jet lag. Ich habe ein kleines bisschen Jetlag. So my mind is not that clear. Also ist mein Verstand nicht der klarste. But one thing is very clear with me. Aber ein Ding, das verstehe ich ganz and genau. And that is Jesus Christ is coming very, very soon. Und das ist, dass Jesus sehr, sehr bald wiederkommt. We need to prepare. Wir müssen uns vorbereiten. And before that, we need to be filled with the latter rain. Und bevor das geschehen kann, müssen wir mit dem Spätregen erfüllt werden. I'm going to talk about the latter rain tomorrow. Ich werde über den Spätregen morgen reden. My friends, do you understand what it means to be received fully of the latter rain? Meine Freunde, versteht ihr, was es heißt, den Spätregen vollständig zu empfangen? My friends, it is an awful thing. Meine Freunde, das ist eine schreckliche Sache. We need to wake up. Wir müssen aufwachen. Repent. Und bereuen. Forsake all those idols and worldly burdens. Verlasst all diese Götzenbilder und weltliche Lasten. Be cleansed and purified. Reinigt euch und lasst euch reinigen. Let us stop playing games with our spiritual lives. Lasst uns aufhören, mit unserem geistlichen Leben ein Spiel zu spielen. After this trip, I must go to Korea and one other country. Nach dieser Reise werde ich nach Korea gehen und noch zu einem anderen Land. I am prohibited entering into China right now. Mir wird es verboten, zurzeit nach China zu gehen. I cannot go there anymore. Ich kann dort nicht mehr hingehen. Because if I go in, the police will come and catch me. Denn wenn ich hineingehe, wird die Polizei kommen und wird mich festnehmen. My name and my pictures are in the computer all over China right now.
mein Name und mein Bild sind auf, in dem ganzen Land Chinas. That's why I have to go to a third country to meet my staff members. You. Third country. Yeah, you need to I go cannot. To staff members. Staff members. Okay, okay, okay. Yeah, that's why. I'm sorry. Deswegen werde ich zu einem dritten Land gehen, um meine meine Mitarbeiter zu treffen. They come there to see me. Sie gehen dorthin, um mich zu sehen. They risk their lives to come there. Sie riskieren ihre Leben, um dorthin zu kommen. That's why we have to come together and pray and study and plan things together. Das ist, warum wir zusammenkommen müssen und beten und studieren müssen. Last time when I met them in a third country. Das letzte Mal, als ich sie in einem dritten Land getroffen habe. In a hotel room. In einem Hotelzimmer. And I tell you, my brothers and sisters. Und ich erzähle euch, Brüder und Schwestern. It was a day of Pentecost. Das war der Tag. Es war wie Pfingsten. I wish you have seen them through my eyes. Ich wünschte, ihr hättet das durch meine Augen sehen können. It was nothing less than a day of Pentecost experience. Es war nichts weniger als die Pfingsterfahrung. Wow, there was a love. Da war solch eine Liebe. Such a union. Solch eine Gemeinschaft. Such a sympathy toward each other. So eine Sympathie jedem gegenüber. Compassion toward each other. Mitleid und Einfühlsamkeit mit jedem. We have forsaken all sins from our hearts in that room. Wir hatten jede Sünde in diesem Zimmer verlassen. We felt the Holy Spirit. Wir haben den Heiligen Geist gespürt. My friends, the time is coming. Freunde, die Zeit kommt. Whether you believe it or not. Ob ihr es glaubt oder nicht. The Bible and the spirit prophecy is talking about sudden destruction about to come. Die Bibel und der Geist der Weissagung sprechen über eine plötzliche Zerstörung, die kommen wird. You look at the things taking place in the world right now. Ihr schaut auf die Dinge, die gerade in der Welt zurzeit passieren. Do you think BP oil spill has stopped? Denkt ihr, dass BP, das Ölloch, dass es aufgehört hat, Öl zu sprudeln? They said, oh, we kept it. It's okay now. Jetzt sagen sie, ja, wir haben es zugemacht. Das ist jetzt in Ordnung. My friends, they're lying. Freunde, die lügen. It is spreading. The many different oceans, Indian oceans, even Pacific oceans and Atlantic oceans. Es verbreitet sich mittlerweile in verschiedenen Ozeanen, im Pazifischen Ozean, im Atlantischen Ozean. We are living in terrible, terrible time. Wir leben in schrecklichen, schrecklichen Zeiten. Jesus Christ has to come soon in order to solve this kind of human problems. Jesus Christ muss bald kommen, um dieses menschliche Problem zu lösen. Friends, let us prepare our hearts. Freunde, lasst uns unsere Herzen vorbereiten. For the Holy Spirit. Für den Heiligen Geist. Let us kneel and pray. Lasst uns niederknien und beten. Our Heavenly Father, unser himmlischer Vater, we thank you so very much for thy love and patience. Wir danken dir so sehr für deine Liebe und für deine Geduld. We want to be purified in our hearts. Wir wollen in unserem Herzen gereinigt werden. We are born wicked, Lord. Wir sind so böse, Herr. Lord, naturally we are selfish and we are very lazy. Herr, natürlicherweise sind wir sehr selbstbezogen und faul. And we rather always desire for the comforts and easiness of our lives. Und wir fokussieren uns immer auf die Bequemlichkeit und Einfachheit unseres Lebens. So we want to see Jesus, our Lord. Wir wollen Jesus, unseren Herrn, sehen. We ask Holy Spirit to teach our hearts every day. Wir bitten dich, dass der Heilige Geist unsere Herzen jeden Tag und heute so that we also volunteer to assume the positions and difficulties of our forefathers. Dass er uns vorbereitet, dass wir die Schwierigkeiten unserer Vorväter übernehmen. Yes, Lord, we also want to take up the cross of Jesus Christ to follow. Wir wollen, Herr, auch das Kreuz Jesu Christi auf uns nehmen und ihm nachfolgen.
no matter what it may be, we want to follow the commission of our Father in heaven. Herr, was auch immer es sein mag, wir wollen der Mission unseres Vaters im Himmel Folge leisten. Father, anoint us with the Spirit. Herr, salbe uns mit dem Heiligen Geist. And give us determination. Und gib uns eine Entschlossenheit. To work for the present truth in the end of earth history. Um für die gegenwärtige Wahrheit in der in dem Ende der der irdischen Zeit. We humbly kneel before thee, God. Wir knien demütig vor dir, Herr. We are not worthy to be counted as thy messengers and servants. Wir sind nicht wert, deine Botschafter und Diener zu heißen. But Lord, have mercy upon us. Aber Herr, hab Gnade mit uns. And use us. Und benutze uns. In Jesus Christ's name we pray. In Jesus Christi Namen beten. Amen. Amen.